Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von der Costa Diadema, dem Neubau aus dem Jahr 2014 von Costa Kreuzfahrten und herzlich willkommen zum langen Rundjahr. Und ihr wisst ja, diese langen Videos, das ist immer was ganz Besonderes, weil wir entdecken da ein Schiff quasi gemeinsam. In diesem Fall ist es so, ich bin also schon ungefähr 24 Stunden hier an Bord, habe mir schon vieles, vieles angeguckt, aber kenne auch noch nicht alles. Hier zum Beispiel habe ich bislang nicht gegessen, weil wir in dem anderen Hauptrestaurant sind. Und zwar ist das hier das kleinere von beiden. Das Ganze geht nur über ein Deck. Also es gibt insgesamt zwei, das andere sehen wir gleich. Wir sind jetzt auf Deck 3, das nur einmal zur Einordnung. Und wir gehen mal raus durch diese Türen. Ja, das Costa-Logo hier einmal am Türgriff. Was ich hier vorne so ein bisschen vermisse, ja, ganz merkwürdig, es sind hier zwar so Schaukästen angebracht, aber ich vermisse dort das Menü. Da ist also nur das Tagesprogramm zu sehen, auch hier einmal auf der anderen Seite. Aber ja, ich würde normalerweise doch eigentlich schon gerne wissen, was es am Abend zu essen gibt. Aber gut. So, wir kommen hier mal in ein großes Atrium. Ich möchte gar nicht so viel sagen in diesem Video über das Design. Ja? Das Design ist von einem Designer namens Joe Farkas, der viele Schiffe designt hat für Costa Kreuzfahrten. Und ja, er ist dafür bekannt, alles sehr bling-bling-mäßig, sag ich mal, zu machen. Ja? Also ihr, glaube ich, wisst, was ich meine, wenn wir uns das Ganze mal angucken. Ja, bei Facebook haben schon einige von euch geschrieben, ist es wie auf dem Jahrmarkt und blinkt da das eine oder andere? Also so blinken tut es nicht, aber es ist, ja, also ich sag mal so, ein Mangel an Farbe besteht hier nicht. Aber wenn wir mal hochgucken, ups, da geht es ganz hoch, so ein klassisches Atrium, ne? Mit so Fahrstühlen, das finde ich immer noch eigentlich so ganz nett, dann damals in so einem Glasfahrstuhl zu fahren, ja, auch wenn man das gar nicht mehr unbedingt jetzt bei neuen Kreuzfahrtschiffen immer so macht. Hier eine Bar, logischerweise Getränke natürlich extra zu bezahlen, wobei es relativ bezahlbare Getränkepakete gibt, also das liegt, glaube ich, so im Bereich von $25 das Ganze. Wie ist es von den Getränkepreisen? Bier ist ja für euch immer, für viele von euch interessant, für uns Deutschen gar keine Frage. Nicht ganz günstig. 4,95 € plus 15% Trinkgeld für ein einfaches Bier. Aber gut. So, wir gucken hier mal. Das ist jetzt die Rezeption. Boah, relativ klein und unscheinbar. Ich meine, vielleicht ist die Hoffnung, wenn die Rezeption nicht so groß ist, lädt sich nicht so viele Leute ein, da zu kommen, um sich zu beschweren. Das Ganze ist, man sieht da hinten so eine Nummer. Könnt ihr das da sehen? Da? Das Ganze wird mit so einem Ticketsystem gemacht. Ticketsystem heißt, ich bekomme eine Nummer und werde dann aufgerufen und muss nicht lange warten. So, jetzt gehen wir mal geradeaus hier weiter. Ja, ich will, wie gesagt, nicht so viel sagen. Man könnte so viel sagen über dieses Design, das ist natürlich aber immer Geschmackssache, ja. Außerdem ist die Frage, inwieweit beeinflusst das meine Kreuzfahrt positiv oder negativ, wenn mir das Design gefällt oder nicht. So, kann man jetzt, oh Mann, jetzt ist jetzt ausgerechnet, jetzt, wenn ich komme, ist es so dunkel hier. Man geht hier jetzt ebenerdig rein in das Theater. Ja, von der Konstruktion auch ganz interessant. So, kann man das sehen? Hier sind relativ breite Gänge. Ah, ist das dunkel. Muss ich mit dem Handy gleich mal Licht machen oder so hier, ja. Also man sieht, man kann es etwas erahnen. Guck mal, ich komme hier bequem durch. Da müssen sich also die Leute nicht erheben, die da sitzen. Show habe ich hier noch nicht gesehen. Aber ich habe gestern mal kurz reingeguckt. Das sah zumindest von den Kulissen oder so alles ja, relativ aufwendig aus. Muss ich so sagen. Und da oben geht es einmal weiter. Kann man das da sehen? Ja. Sorry, dass das jetzt gerade hier so dunkel ist. Ne? Sonst war das so, dass man hier, wenn man hier reinging, dass es immer ausreichend hell war. Aber kaum kommt man, um das Video zu machen, ist es ein bisschen dunkler. Ja, gut. Also, wir gehen mal wieder raus. Und damit haben wir auch schon wesentliche Dinge auf Deck 3 gesehen. Auf Deck 3 ist die riesige Galley, die allein eine Länge hat von ungefähr 130 Meter. Also das ist wirklich ein gewaltiger Wert. 130 Meter, da sind wir heute Vormittag auch schon mal drin gewesen, was ich mal ganz spannend finde, weil so Galleys auf Schiffen interessieren mich eigentlich ganz besonders, weil ich ja ganz gerne koche. Ja? Und dann so eine Galley immer mal zu sehen, ist schon ganz spannend. Wirkt da alles sehr aufgeräumt und strukturiert, also kann man nicht anders sagen. So, ja, hier Treppenhaus. Jede Menge Fahrstühle, da geht es also zu den Glasfahrstühlen, die wir eben schon von unten gesehen haben. Und hier sind natürlich auch noch Fahrstühle. Das Ganze, es gibt zwei Treppenhäuser, wenn man so will. Gut, hier wäre dann wieder der Eingang ins Theater. Teatro Emerald. Ja, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ist natürlich alles italienisch gehalten, denn das ist überhaupt das Motto hier an Bord, dass man also diesen
italienischen Way of Life sozusagen eindeutig darstellen möchte. Hospitality Area. Ich denke, dass ich hier Ausflüge buchen kann. Hospitality Area. Dann hier das Costa Travel Office. Beziehungsweise sind das die Ausflüge? Ja, guck mal. Costa Bike Tour steht da dran. Sowas machen wir morgen. Also werden hier wohl die Ausflüge gebucht. Aber was dann die Hospitality Area ist, das weiß ich leider auch nicht. Und die Ausflüge kann man hier auch buchen an so riesigen, ist ja auch sehr angesagt mittlerweile hier, so riesige iPads. Ah, und da sehen wir schon hier, guck mal, ne, von den Sprachen hier. Ich kann also problemlos Deutsch auswählen. So, bam. Und ja, lege dann da meine Costa-Karte auf die Oberfläche und kann einen Ausflug buchen. Ja, hier die Showtrappe sozusagen, wo die hinfährt, werden wir uns nachher mal angucken. Und dort geht es jetzt Richtung Fotogalerie. Jetzt könnte man sich ja fragen, Fotogalerie, ist die denn schon digital? Wie auf ganz vielen Schiffen üblich, dass man da gar nicht mehr diese Ausdrucke hat. Aber wenn wir mal gucken, die hängen hier tatsächlich alle immer noch aufgereiht. Ich finde das zum Angucken im Prinzip auch besser, wenn die ausgedruckt sind. Aber ganz ehrlich, so aus ökologischen Gründen und auch aus wirtschaftlichen Erwägungen ist das natürlich der totale Schwachsinn, ja, dass man das macht, also dass man die Bilder ausdruckt. Und es wäre mal interessant zu wissen, also wer von euch irgendwie aus diesem Business ist und sich damit auskennt, kennt vielleicht diesen Wert, das wäre echt spannend. Mich würde mal interessieren, wie viel Prozent der Fotos werden eigentlich weggeschmissen am Ende? So, hier jetzt eine gewaltig große Lounge und Bar. Guck mal, freundliches Personal, was auch schon zuwinkt. Hallo. Das finde ich immer gut. Gut gelaunt. Thank you. So, das finde ich immer gut. Also man sieht schon hier freundliches Personal. Aber das ist natürlich auch, ja, das ist auch ein Teil des italienischen Way of Lives. Wir wollen schon mal so ein bisschen rausgucken. Also die gewaltige Lounge, hier ist nicht so schrecklich viel los, weil wir gerade nun in Neapel sind und dann im Hafen sind und ja, die Leute alle draußen sind. Hier geht es raus zum, nicht zum Promenadendeck, sondern das ist hier tatsächlich ein separates Evakuierungsdeck hier auf Deck 4. Das Promenadendeck ist separat und das ist auch richtig schön, das gucken wir uns später an. Das ist auf Deck 5. Wir kommen jetzt in einen Bereich, wo ihr jede Menge Geld ausgeben könnt. Und zwar sind da die ganzen Shops. Manche Sachen, die ich sage, sind ja so gefühlte Dinge, ne? Also ich habe jetzt nicht geprüft, inwieweit dieses Schiff hier mit seinen knapp 5000 Passagieren wirklich mehr Shops hat als auf anderen Schiffen, also jetzt umgerechnet auf die Anzahl der Passagiere. Aber ich muss sagen, es ist wirklich von den Shops her gewaltig tatsächlich. Also die Einkaufsmöglichkeiten, die es hier gibt. Ich meine, gut, das ist für die Reederei natürlich immer so eine Abwägungssache, ne? So nach dem Motto, wie setze ich die Flächen am besten ein? Was kaufen die Leute überhaupt? Kaufen die Leute wie jetzt hier mutmaßlich vergleichsweise teure Sonnenbrillen oder kaufen sie wie hier drüben Parfum? Ja. Also ich denke, ja, man wird da schon sehr, sehr, sehr genau Forschung betrieben haben, inwieweit sich das Ganze lohnt oder nicht. Ja, nochmal so ein Blick hier aufs Design. Hier oben, ja, sehr interessant, ne, diese Lampen. Also ja, ich weiß nicht, ob ich das zu Hause mir aufhängen würde. Das vielleicht nicht. Schon ganz interessant. Auch der Boden hier, ne? Auch wieder Bling Bling. Also das Bling Bling, das für das Joe Farkas steht, überall zu sehen. Ja, und seht ihr das? Wir sind immer noch nicht am Ende hier, ne? Von den Shops. Es geht also immer noch gewaltig weiter. Ah ja, hier können wir mal kurz rausgucken. Diese unscheinbaren Türen, die führen dann auf besagtes Evakuierungsdeck. So, da ist ein Mitarbeiter, schreibt SMS, den wollen wir nicht zeigen. Das ist vergleichsweise schmucklos hier, aber es ist eben auch nicht dafür gedacht, dass man sich hier länger aufhält. Gehen wir mal wieder rein. Also weiter geht es hier mit Shops, 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 Shops. Ich hoffe, dass das Bild nicht zu sehr wackelt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Üben, aber wenn man so freihändig das Ganze dreht, dann ja, bleibt das leider nicht ganz aus. Ich hoffe, dass es da für euch einigermaßen erträglich ist. Schreibt es bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr das so okay findet oder ob ich da dringend noch was verbessern muss. Ja, immer noch Läden hier. Swarovski, das ist eine Marke, die ich bis vor einiger Zeit auch nicht kannte. Ja, also man sehe es mir bitte nach. Aber das sind die Themen Citizen, sowas kenne ich. Ja. Uhren,
ist immer die Frage, will man in Zeiten jetzt, wo die Apple Watch kommt, will man jetzt überhaupt sowas noch tragen? Ja? Also wer weiß, irgendwann gibt es Kreuzfahrtschiffe, die haben dann einen Apple Store. Wobei ich glaube, Celebrity Cruises hat das auch schon mal gemacht. Die haben so Apple-Produkte an Bord dann verkauft. Aber ich schweife ab, ihr merkt schon. So, Verkaufsstand hier mal so dazwischen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo geht es da denn noch hin? Sala Diada und Sala Desiree oder so. Also wenn man jetzt hier mal reinguckt, da sitzen Leute. Es ist hier momentan so eine Verkaufsschulung. Und ja, hier treffen sich also die Leute aus den unterschiedlichen Ländern und werden jetzt hier eingeschworen, wahrscheinlich auf neue Provisionsmodelle oder so. Alles ganz toll, ganz fantastisch. Hier drin wird gearbeitet. Also Sala Diada und Sala Desiree sind dann offenbar Konferenzräume. Ne? So, Shops. Die haben natürlich wieder im Hafen alle zu, wie man das so kennt. Also insofern habe ich auf dieser Reise gar nicht so viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Wir halten fest, wir sind immer noch auf Deck 4. Und gucken mal, wo es jetzt dann geht. Ins Ristorante Fiorentino. Hm? Ja, schon ein bisschen was über das Essen zu sagen, ist noch ein wenig verfrüht. Aber ja, gestern Abend bin ich da tatsächlich schon gewesen. Im Fiorentino fand es nur so mittel. Jetzt muss man das Ganze ja immer in Relation sehen zum Preis einer Reise. Costa sind somit die günstigsten Reisen, die günstigsten Kreuzfahrten überhaupt, ist die Frage halt. Ne? Was kann man da halt wirklich erwarten? Also zum Essen aber gibt es da noch ein anderes Video. So, wir gehen hier mal, falls wir eingelassen werden, hier rein. So, und gucken dann hier auf dieses Restaurant, was hier nun geht über zwei Decks. Wir haben nun da unten gesessen am Fenster. Ja, das ist übrigens ganz interessant, ne? weil Richard Vogel, der Chef von TUI Cruises, der hat mal gesagt, so, ach, wir hätten gern auf der Mein Schiff 3 auch so ein Restaurant hinten ans Heck des Schiffes gepackt. Aber das ging angeblich nicht mehr und das baut man heute nicht mehr so. Aber ja, das ist dann hier für mich wieder der Beweis, dass man irgendwie das doch noch baut, möglicherweise. Ja? Also wer weiß, was es dann da für einen Grund gibt. Das kann natürlich auch ein bisschen immer zusammenhängen, ja, wie ist das mit dem Partner, den man da hat, mit der Bauwerft. Ja? Vielleicht geben die einem dann da auch, vielleicht hat man da auch unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht sagt Fincantieri, wo ja dieses Schiff gebaut ist, so gar kein Problem. Und vielleicht sagt dann STX oder wie heißt es, Maya STX oder wo die Mein Schiff 3 gebaut wurde. Vielleicht sagen die eher so, lieber nicht so machen, weil man vielleicht stärkere Vibrationen oder so hat im Heck. Gut, wir gehen wieder hoch. Ja, also hier sind unterschiedliche Kunstwerke bewundern, ja, ein Papagei. Und jetzt gucken wir mal, wo es hier hingeht. Wir sind auf Deck 5, das ist von den Decks im unteren Bereich dann auch schon das dritte öffentliche Deck sozusagen, was es gibt und das letzte und dann geht es auch schon ganz nach oben. So, das ist auch schon, ich habe das gesagt, auf Deck 5 das Promenadendeck, das es drumherum gibt. Das können wir uns hier gleich mal angucken. Das ist Salone Theodora und Bar Theodora. Ja, Möglichkeiten hier für Bands zu spielen. Das hier ist so eine ganz klassische Lounge. Ne? Auch von der Dimension her relativ üppig. Wir gucken mal, ob wir da rauskommen oder ob das da gesperrt ist. Da steht irgendein Wagen davor, oder wenn ich das richtig sehe. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Nee, das scheint einfach nur ein Fenster zu sein. Ah, hier ist die Tür. Hier geht's raus. Sesam, öffne dich. Jawohl. So, hier draußen dann auch noch ein Bereich, wo ich dann sitzen kann. Aber ihr seht halt schon, ne? So eine Mittelmeerreise mitten im Februar oder fast schon Anfang März. Da ist es nicht ganz so angenehm. Wobei, ich finde es jetzt so. Also wir haben es 13 Grad. Ne? Und wenn wir jetzt, wie ihr da sehen könnt, die Sonne scheint, ist es eigentlich ganz okay. Ne? Also, ja, was sagen wir hier zu der Möblierung, wenn wir mal gucken? Ja, das ist so, ja, dieses orangene Plastikmobiliar sieht, finde ich, mehr billig aus als schick. Nicht so toll, aber gut. So, und dann kann ich jetzt hier ganz gemütlich langspazieren. Ja, wie gesagt, man muss sich jetzt nicht wundern, wo sind die Rettungsboote? Die sind, wie gesagt, ein Deck tiefer. Ja, das ist nicht die Stelle, wo ich jetzt mit dummen Costa-Witzen komme. Ja, das ist einfach, irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Ja, also, ja, das ist irgendwann mal ein Unglück passiert und das ist schrecklich gewesen. Und ja, aber gut, ich meine, das Leben geht dann irgendwo weiter und
Ich denke schon, dass so eine Reederei natürlich alles versucht, und es ist ja auch viel verändert worden, was Sicherheitsanforderungen oder so angeht, dass so eine Reederei natürlich alles tut, damit sowas überhaupt nie wieder passiert. Hier sind dann immer so Pavillons, sage ich mal. Die gehören in der Regel zu den Outlets. Jetzt ist die obere Kamera hier fein abgefallen. Gottes Willen. Muss ich die gerade mal... Oh mein Gott, das ist mir auch noch nie passiert. Ihr gerade mal festschrauben. Ah! Ja, live ist live, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Aber das Ganze ist ja nur aufgezeichnet. Aber gut. So, da sitzt man dann hier in so einem Pavillon. Ich weiß nicht, da oben sind das Heizstrahler. Oh ja, es sind Heizstrahler. Also hier drunter zu stehen, ist jetzt relativ angenehm. Ja, denkt man, man ist in der Karibik, dabei ist man bei 13 Grad in Neapel. Wir wollen mal wieder weitergehen. Es ist hier so, noch ein letztes Wort hier zu dem Promenadendeck. Wir wollen das nicht einmal komplett abgehen. Es ist also so, dass man da einmal komplett rumgehen kann, was ja wirklich nett ist, ne? Also, weil man da ja, wirklich einige Möglichkeiten hat, ja, dann spazieren zu gehen. Also, ja, wirklich ernst, finde ich gut. So, oh, jetzt, guck mal, hier mitten in der Weinbar, hier haben wir diese berühmten Portionierungssysteme, diese berühmten Zapfanlagen, wo ich also ja, kleine Schlücke irgendwie nur probieren kann aus dann mutmaßlich relativ teuren Flaschen. Hier sind wir irgendwie heute Abend und trinken irgendwie ein Aperitif. Was auffällt? Alles relativ gläsern, alles transparent, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles stockduster wäre oder so. Nein, nein, nein. Sondern da kommt schon irgendwie Licht hin. Was haben wir hier? Hier ist so eine Piano-Bar. Ja. Also, ich möchte nochmal etwas von diesem Bling-Bling sprechen, ne? Aber das zieht sich halt überall hier durch die Inneneinrichtung. Also das ist wirklich ja, ganz bemerkenswert. Das hier ist noch nicht die Disco, ne? Das ist nun wirklich so eine Piano-Bar. Aber gut, ja, ich will das wirklich gar nicht so bewerten, ne? Also ich selber finde so, naja, auf der anderen Seite, was wäre denn optimal? Also wenn man jetzt immer nur in Kreuzfahrtschiffen ist, die alle gleich aussehen, dann wäre das ja auch total langweilig. Das will dann ja auch niemand. Das Casino, der eine oder andere von Ihnen, findet das ja auch mal ganz nett. Hat hier so eine, na, mittlere Größe wäre übertrieben. Also das ist schon größer als auf einer AIDA. Vielleicht, naja, dreimal so groß. Aber natürlich deutlich kleiner als auf amerikanischen Schiffen. Aber auch da, ne? Das ist natürlich ja, eine reine Geschichte, dass man guckt, so, was habe ich für Gäste? Sind es nun überwiegend Amerikaner beispielsweise oder so? Bin ich jetzt hier schon gewesen? Das ist hier, glaube ich, wieder diese Lounge da am Ende, wenn ich das richtig sehe. Ich will euch nichts unterschlagen, ja? Also, wenn ich jetzt was vergessen haben sollte, schreibt auch das bitte in die Kommentare. Ah ja, hier ist die Birreria Dresden Grün. Birreria Dresden Green. Ja, also was das... also Birreria heißt, es gibt hier Bier. Da ist also schon ein bayerischer Frühschoppen heute gewesen. Es ist keine Brauerei, wie ich irgendwann mal fälschlicherweise angenommen hatte, sondern nee, einfach nur so ein Bierladen, auch wenn da irgendwie, guck mal, hier so ein Braukessel oder was ist. Aber das ist offenbar eine reine Attrappe. Und wir gehen mal da raus, aus der Birreria. Ja, mein Kollege Franz Neumeier von cruisetricks.de, der findet dieses Wort so schön, Birreria. Ja? Habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört, Birreria. Wie gesagt, Bier nicht ganz günstig, wie bei unseren internationalen Freunden gemeinhin üblich. Also ich glaube, ich würde in Deutschland, trinke ich ja, wenn überhaupt, nur so in Kneipen oder so immer Bier, weil es mit so das Günstigste ist. Ne? Man zahlt halt so 3 Euro, so, ja, oder auch auf Partys oder so. Trinke ich dann nur irgendwie ein Bier für 3 Euro und wenn das jetzt 4,95 kosten würde, würde ich mir das, glaube ich, dreimal überlegen und dann würde ich lieber Gin Tonic trinken oder so. Wenn, ja, jetzt geht es jetzt überhaupt weiter hier. Guck mal, jetzt ist man hier vor solchen Türen. Man darf auch da, ach so, reserviert für die Besatzung steht da. Ja, Besatzung bin ich noch nicht. Also, wenn ich weiter irgendwie so lästerliche Videos mache, wird es wahrscheinlich auch nie dazu kommen, sondern dann werden die irgendwann sagen so, oh mein Gott, wir sind froh, wenn der Typ... vielleicht irgendwann mal den Beruf wechselt, aber gut. So, dann gehen wir doch mal weiter. Ja, das ist halt so, ne? Man hat also 24 Stunden so an Bord. Dann war es gestern auch so bei der Anreise. Ich war so unglaublich müde, weil ich immer Probleme habe, richtig gut zu schlafen, wenn ich nun einen ganz frühen Flug habe. Und das ist ja ganz früh, also für meine Verhältnisse ganz früh, ne? Der ging um 7. Und ich habe normalerweise so einen Rhythmus, ja, der geht so, dass ich so bis 8 schlafe. Naja, gelogen, also so 8:30.
Ja, weil ich einfach, ja, ich bin eher Nachtmensch. So, wir kommen hier in einen Bereich, wo es das italienische Nationalgericht, würde ich beinahe sagen, na, das ist es nicht. Also, hallo, italienisches Nationalgericht ist übertrieben, aber das wird ja gerade, wo wir hier in Neapel sind, in der Ecke natürlich viel gegessen, Pizza. So, diese Pizza wird hier zubereitet, kleiner Haken, sie muss bezahlt werden, also die ist nicht im Reisepreis enthalten. Hier wird sie gebacken und hier kann man dann sitzen. Ja, so, Getränke werden da auch serviert an der Bar. Ja, jetzt kommt wieder hier die Durchsage, dass hier, glaube ich, das Schiff gerade betankt wird. Ristorante Samsara. Samsara, das ist ja der Begriff hier so, weiß gar nicht, was das heißt, ja, italienisch irgendwas. Das ist ja der Begriff auch für das Paar oder so beispielsweise. Und das ist das Restaurant, wo ich nun wohnen kann, wenn ich in Samsara-Kabinen wohne. Hier nicht ganz so viel Bling-Bling, ne? Ich würde sagen, stilvoll. Das ist halt, man hört das mit diesen Durchsagen, das ist halt wirklich Mehrsprachigkeit, schön und gut, aber hat auch ein bisschen was Nerviges, ne? Also, es geht jetzt doch gar nicht um die, Bunkerung des Schiffes, sondern es wurden heute noch Passagiere aufgeladen sozusagen, die dazukamen und die müssen dann nachher eine Seenotrettungsübung natürlich machen, aber gut. Gut, so, Pizza, gehen wir mal raus, Deck 5. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen hier. Ah, jetzt kommen wir in diesen ganzen hinteren Bereich. Wie lang ist dieses Schiff? Etwas über 300 Meter. Ich glaube, 306 Meter, habe ich schon gesagt, Platz für fast 5000 Passagiere. Und dafür wirklich, damit ist es wirklich das größte Schiff von Costa. Es gibt auch dementsprechend dann kein weiteres Baugleiches. Ja, Teppanyaki, bekannt von Norwegian, von mir durchaus auch geschätzt, weil ich das mal ganz lustig finde und sogar hier mit mit Fenstern. Also da sitzt man dann ja an so einem Tisch und dann hat man dann so einen Chief, der dann da, also ein Koch, könnte man auch sagen, ein Koch, der dann da steht und dann individuell Sachen zubereitet. Das kostet dann pro Person 30 Euro. Schon eine gewisse Investition. Ristorante Club Diadema. Habe versucht, hier die Karte zu verstehen, als ich da vorhin schon mal raufgeguckt habe. Alles italienisch. Ja, Risotto verstehe ich, Spaghettoni kann ich mir auch denken, irgendwas mit irgendwie Pasta. Entrecote, klingt irgendwie so nach Rindfleisch. Was kostet das hier? Wir wollen überhaupt erstmal reingucken. Pro Nase 25 Euro. So, und dann wollen wir mal gucken. Aha, hier ist das. Vielleicht kann ich ja auch noch mal essen. Also das finde ich ja auch mal interessant, die Aufpreisrestaurants. Und hier sieht man also das Ganze mit offener Küche. Habe ich auf einem anderen Costa-Schiff auch schon mal so erlebt. Ach so, kurz noch mal einen Blick zurück. So Hand Sanitizer findet man natürlich auch überall, ja. Denn das ist ja nicht ganz ohne, so mit der Hygiene, so auf so einem Schiff. Extrem wichtig, ne? Wenn sich da jemand mal nicht die Hände gewaschen hat oder so nach dem Toilettengang, ist das ja alles etwas unschön, wenn sich das hier verbreitet. Da unten sind wir gerade schon gewesen, das ist diese große Bar. Ein Deck weiter oben geht es quasi weiter. Hier kann ich dann also sitzen. So, das ist hier die Bar. Bollicine heißt es, glaube ich, ne? Nicht Cine, Bollicine. So, und dann gibt es hier eine, ja, diese Marke, guck mal, jetzt kommt hier wieder der Banause, Ferrari muss offenbar eine Marke sein für Champagner, vermutlich, klingt so ein italienischer Champagner, denke ich mal. Ja, den kann ich dann hier zu mir nehmen, wenn ich nur so der Champagner-Fan bin. Ich bin ja so jemand, ja, Champagner, ich weiß das immer gar nicht so richtig zu schätzen. Also für mich tut es dann am Ende auch ein Prosecco, der ja deutlich günstiger ist als so ein Champagner. Nicht? Aber gut. Ach, guck mal, hier, das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Hier sind dann auch so Bildschirme mittlerweile gar nicht so groß, als ob das fast so ein serienmäßiges Tablet ist, was man irgendwie verkauft, ein großes, wo ich dann diverse Informationen aufrufen kann. So, die Zigarren-Lounge, ihr seid ja eh alle Nichtraucher, deswegen interessiert euch das nicht, ein kleiner Scherz. Ich weiß gar nicht mehr, dass dieses Thema Rauchen euch auch wichtig ist. Ich bin ja immer so ein bisschen so meine Videos sind immer so aus der Perspektive des kinderlosen Nichtrauchers, ja, also deswegen bitte ich immer die Sachen, die mich immer nicht so persönlich betreffen, wo ich dann immer nicht ganz so ahnungsreich bin, das mir ein bisschen nachzusehen. Country Rock Club. Also ihr seht, ne, hier kann so richtig die Post abgehen.
Also ne, mit diesen ganzen Locations hier, mit Tanzflächen und so weiter. Ja, das ist halt so, ne? Auf so einem italienischen Schiff ist insgesamt ein bisschen mehr Action, als man das jetzt kennt, meinetwegen, von der Main Gen Schiff 3. Na, das war ein bisschen böse, ne? Ist ja nicht so. Aber alles ist natürlich so, gerade bei Main Schiff, ja, sagt man sich so wahrscheinlich so, man will es nicht übertreiben mit dem Unterhaltungsprogramm und macht dann lieber ein bisschen ruhiger. Für mich könnte es ein bisschen mehr noch sein, aber gut, das ist ein anderes Thema. Sala Carte, nicht à la carte, sondern Sala Carte. Das Ganze, ja, ein Raum, wo ich hier Karten spielen kann, hallo. Und ja, was die da jetzt sitzen, weiß ich jetzt auch nicht. À la carte, Sala Carte. Ah ja, hier kann ich auch wieder an diesen Displays, man könnte denken, wir wären hier schon gewesen, aber dem ist nicht so. Hier kann man nun Ausflüge buchen. So, was ist das wirklich italienische Nationalgericht? Ne? Die Pizza ist ja, glaube ich, eher nur so national zu sehen oder so, aber Eis. Oder aber, guck mal, diese, wie heißen die hier nochmal, diese, ich habe den Namen, Macaron heißen die, glaube ich, ne? Sowas, ja. Also hier gibt es nun Crepes aus der Pfanne, offensichtlich, wie ich sehe. Aber es gibt ja, so jetzt kommen wir überhaupt mal zum Punkt, Gelateria Amarello, das ist Eis. Was ich aber nicht im Reisepreis enthalten habe, sondern das kostet Geld. Eine Kugel 1,50, zwei Kugeln 2,50, Sahne 1 Euro, das Ganze plus 15% Service Charge. Dieses Eis wird tatsächlich, ich habe es gesehen, an Bord frisch zubereitet. Also das ist gar nicht schlecht. Jetzt in der Hoffnung, dass jetzt das Theater vielleicht ein bisschen heller ist, gucken wir jetzt hier nochmal lang. Denn das geht jetzt offenbar, das konnte man von unten gar nicht so richtig sehen. Es geht offenbar doch über drei Decks. Ne? Unten von Deck 3 auf Deck 4 und auf Deck 5. Ja, genau. Ah, ja, ja. So, guck mal, jetzt ist es auch ein bisschen heller. Hier oben gibt es keine Tischchen. Die gibt es also nur da unten. Ach, guck mal, hier, interessanterweise, dieser ganze Technikbereich ist hier gar nicht in so einem extra Kabuff oder so, wie man das häufig kennt, sondern der ist da offen sozusagen. So, ja, das war's. Nein, das war's natürlich noch nicht. Also das war die knappe erste halbe Stunde. Wir wollen jetzt mal gucken, von Deck 5 gleich mal ganz nach oben oder noch nicht ganz nach oben, sondern auf Deck 10 mit dem Fahrstuhl. Und das ist für mich eine gute Gelegenheit für eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Und weiter geht's auf unserer Tour auf der Costa Diadema. So, das ist dieses Atrium, was wir eben noch von unten gesehen haben. Deck 3, Deck 4, Deck 5, was wir alles schon gesehen haben. Jetzt sind wir aber auf Deck 10 und hier oben geht es weiter mit den öffentlichen Bereichen. Hier habe ich tatsächlich wirklich noch nicht alles gesehen. Gucken wir mal Richtung Pooldeck. Das Ganze ein Hop-Pooldeck. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber dieses Hop-Pooldeck ist überdacht bzw. überdachbar. So. Das ist jetzt ein Bereich, wo man sagen würde, ja, von der Größe relativ überschaubar. Ne? Hier habe ich nun einen Screen, hier habe ich dann eine Bühne, wo dann auch mal Live-Musik ist oder aber auch gerne Animation. Und das Ganze nun mit einem Dach, gucken wir mal, was zugefahren ist. Aber das ist ja auch sinnvoll, wenn man dieses Schiff, wie in diesem Fall jetzt im Ganzjahresbetrieb, auch da einsetzt, wo es nicht so ganz warm ist. Der Pool. Ja, hier überall diese Banner da hinten. Protagonisti di Mare. Das ist also diese Veranstaltung, wegen der wir alle hier sind. Die Top-Verkäufer, wobei ich ja kein Verkäufer bin zum Glück, sondern Blogger oder Videoblogger. Hier kann ich liegen. Ist gar nichts los, aber wie gesagt, die Pferde sind eben noch an Land. Da kann ich auch essen. Denn es kommt hier ja der erste Teil des Buffet-Restaurants. Das geht, wenn man so will, ein bisschen ineinander über. Le Paste. Hier habe ich also schon Nudeln gegessen. Also die waren so al dente, wie man sie, glaube ich, al dente besser gar nicht hinkriegt. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier ist also die Kaffeebar. Hier kann ich nur Kaffee bekommen, der ist zu bezahlen. Ein Espresso kostet 1,55 Euro, das Ganze plus 15% Service Charge sozusagen, also Trinkgeld oder Zwangstrinkgeld, nennen wir es mal so. Der Espresso hat sehr gut geschmeckt. Wie gesagt, man versucht hier auf diesem Schiff diese ganzen italienischen Dinge
wie Eis, Kaffee, Pizza, das alles stark zu betonen. Und jetzt kommen wir hier gar nicht mehr weiter, Mensch, hier in unser Buffet-Restaurant, weil das schon abgesperrt ist. Ja, weil es wahrscheinlich gerade gereinigt wird. Müssen wir mal gucken, ob wir da auf der anderen Seite weiterkommen. Man hat zumindest hier einen ganz guten Blick nach draußen. Hier habe ich auch gar nicht so Plastiktrennwände oder Glastrennwände, die ja gerne mal genommen werden in Buffet-Restaurants von internationalen Reedereien. Was ein bisschen skurril ist, wenn man hier frühstückt. Das ist nun mal das Restaurant, wo man in erster Linie frühstückt, weil man hier wirklich, heute Morgen ist es so gewesen, bis 10 Uhr bzw. Late Risers oder Spätaufsteher bis 11 Uhr. Was wirklich sehr skurril ist, es wird alles das Italienische betont sozusagen. Was essen Italiener nicht zum Frühstück? Das habe ich nicht gewusst. Sie essen keine Eier. Kein Rührei, keine gekochten Eier, keine Spiegeleier. In der Folge bedeutet das, in diesem riesigen Buffet-Restaurant gibt es zum Frühstück keine Eierspeisen. Ja, das halte ich aufgrund der Tatsache, dass wir ja mit einem internationalen Produkt hier zu tun haben, halte ich für sehr, sehr mutig. Ja? Dass man also sagt, darauf verzichtet man. Es gibt lediglich im Hauptrestaurant weiter unten gibt es Eierspeisen. Allerdings hat das heute Morgen schon um 8:45 geschlossen, also mitten in der Nacht quasi. Ja, hier an diesen Apparaten bekomme ich zum Frühstück Saft oder etwas Saftähnliches vermutlich. Ich habe es nicht probiert. Aqua Water bekomme ich jetzt hier um diese Zeit. Ja, jetzt kommen hier doch noch unsere Trennwände. Warum man die jetzt hier hat? So, ja. Also man bekommt schon einen gewissen Eindruck, wie groß dieses Buffet-Restaurant ist. Wir sind jetzt ja hier nur auf einer Seite lang gegangen, weil die andere Seite da abgesperrt war. Aber da haben wir im Grunde nochmal dasselbe in Grün sozusagen. Auch hier hinten sehr, sehr viele Plätze. Also das Ganze ist schon eine richtig große Location. Ach so, ja, kleines Detail noch am Rande. Was kommt uns als AIDA-Vielfahrer bekannt vor? Genau, es ist der Besteckständer. Den hat nun Costa auch hier übernommen. Da merkt man nun mal, dass AIDA zu Costa gehört. Ja, also da kann man auch mal lernen, was quasi so die deutsche Tochter mal eingeführt hat. Ah, ja, das sehen wir gleich, das erzähle ich gleich, was wir da sehen. Ich will ja nicht den Leuten da irgendwie die Kamera auf den Teller halten, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen peinlich. Hier hinten geht es wieder raus und zwar kommen wir jetzt hier zu einem Bereich. Einmal habe ich hier so imbissmäßig die Möglichkeit, jetzt Salat oder Burger zu essen, was ich wirklich interessant finde. Das hat so ein bisschen so dieses McDonald's-Feeling. Seht ihr alles, was die für Pappkartons da auf dem Teller haben? Da sind die Burger drin verpackt, ja. Normalerweise legen die dann hier, aber weil die Leute wahrscheinlich alle gerade vom Ausflug wiedergekommen sind, sind die da jetzt in der Auslage nicht drin. Da hinten werden sie zubereitet. Ja, der Burger war auf einer Skala von 1 bis 10, ja, eine 4. Also war so, ja, okay. Also ich meine, das kriegt man, also richtig, richtig gute Burger, auch gerade auf Kreuzfahrtschiffen, sind einfach selten. Hier hinten finde ich es einen ganz fantastischen Ort. Guck mal, ein großer, runder Pool, das ist irgendwie auch mal was anderes. Hat man nicht immer. Also hat man extrem selten. Natürlich, es gibt runde, beziehungsweise da drunten ist auch was Eckiges. Aber wie man das so angelegt hat, finde ich, sieht hübsch aus. Da regnet es runter sozusagen oder beziehungsweise da habe ich nun die Möglichkeit, mich zu duschen. Und jetzt hier geht es sozusagen einmal gerade durch. Und habe dann einen schönen Blick auf den Hafen, wo ich mich jeweils befinde. Ja, was macht das Wetter? Da oben ziehen schon ein paar Wolken auf. Also, solange es nicht regnet, sind wir ja zufrieden. Ne? Also gucken wir kurz mal runter. Das ist, glaube ich, auch so ein Hafen, wo ich schon unzählige Male gewesen bin. Ne? Neapel, letztes Mal mit Tour zur Amalfiküste, was wirklich ein richtiges Highlight war. Aber dieses Mal bin ich nun mal an Bord geblieben, weil ich dachte, ich will ja das Schiff für euch erkunden. So. Dieses Pooldeck auch nochmal hier in der Ansicht. So, zeitgenössische Kunst in Form dieser weißen Maske. Aber das Ganze ist wahrscheinlich ein Stuhl hier oder so. Ja, ja, guck mal, das ist doch auch mal was hier. Das Richtige für euer Wohnzimmer vielleicht. Und damit sind wir hier auf Deck 10 auch schon fertig. Die Hälfte von Deck 10 besteht auch aus Passagierkabinen, die habe ich euch also nicht unterschlagen, also die andere Hälfte sozusagen. Ah ja, guck mal, hier auch wieder die Plastikstühle, die gab es wahrscheinlich irgendwie im Tausenderpack
gab es wahrscheinlich einen umsonst, so, wenn man 1000 kauft. Deswegen hat man sich dafür wahrscheinlich entschieden. Aber gut, ja. Ach, guck mal, da ist so Aperol, kann man das sehen? Da ist Aperol, na, jetzt kann man, ach, guck mal, jetzt fange ich an zu reden, will was erzählen, aber man sieht es gar nicht. Hier ist überall so Aperol-Spritzwerbung, interessanterweise. Das finde ich, ja, auch ungewöhnlich, nennen wir es mal so, ne? Also wahrscheinlich sind diese Flächen hier schlicht verkauft. Also hier drei Teile Prosecco, zwei Teile Aperol und ein Teil Wasser, so da. Ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie Geld fließt. Also hier ist dann auch so eine Aperol-Spritzbar. Das ist ja so ein Getränk, was immer noch ziemlich beliebt ist eigentlich. So, wir gucken mal weiter. Mal gucken, ob ich den Weg finde. Ja, guck mal, ins Treppenhaus wollen wir nicht. Da sind wir schon mal falsch. Ah, jetzt kommt die Disco. Ja, Discos bei Italienern gerne wirklich mal schöne Locations. Also zumindest so für eine Disco, also so, wo man wirklich sagt, ach Mensch, das ist wirklich wie eine Disco, ne? Also auch hier kann man natürlich wieder so ein bisschen im Einzelnen über das Design streiten, aber ach, hat irgendwie schon was, ne? Also wenn jetzt hier so Astronauten noch reinkommen würden im Astronautenanzug, würde einen das nicht wundern. Also so ein bisschen futuristisch über zwei Decks. Es riecht auch so ein bisschen nach Alkohol, aber das muss in einer Disco auch so sein. So, wollen wir mal die Showtreppe hochgehen? Das heißt, von Deck 10, was jetzt, Deck 10 oder waren wir schon hoch auf Deck 11? Nein, wir waren schon auf Deck 11. Das heißt, das ist jetzt Deck 12 hier. Und hier sehen wir jetzt also den weiteren Teil der Disco. Hier geht es ein bisschen entspannter zu. Da kann ich dann auch nach draußen gehen. Also wieder runter. Ich glaube, ja genau, Deck 11 waren wir hier. Ja, das ist, irgendwann verliert man hier den Überblick, ne? Also sowas Verwirrendes. Schnell wieder raus. Biblioteca Perla Nera. Perla Nera, Starlaser und Capella. Ja, die Italiener, streng katholisch alle, deswegen muss eine Kapelle sein. Aber hier erstmal die Biblioteca. So, hier wollen wir ein bisschen ruhiger sein. Also hier kann man nun sitzen und ja, unter anderem auch im Internet surfen, wenn man das möchte. Aber an diesem Ort will ich gar nicht weiter laut quatschen. Das könnte dann als störend wahrgenommen werden. Ja, hier besagte Kapelle. Aha, ja. Man sieht hier, die Kirchen haben auch mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Dementsprechend sieht das nicht so richtig groß aus. Wobei, das ist Quatsch. Ich sollte einfach mal reingehen. Ja. Nur weil man hier nur eine Bank sieht, heißt das ja nicht. Ja, geht, ne? So richtig groß ist nicht. Aber gut, wie gesagt, Mitgliederschwund bei den Kirchen. So, Starlaser. Das ist so eine Geschichte, da kann ich irgendwie mit solchen Pistolen da irgendwie raufziehen und dann da irgendwie die Spiele machen. Aha. Hab ich auch noch nie gesehen. Ja, wie kommt man denn jetzt hier weiter? Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Hm. Ja, guck mal, das ist nämlich das, was ich sagte. Ja, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal wieder in die Disco rein. Und also, ja. Das Kreuzfahrtschiff von heute, das Moderne, fungiert auch gleichzeitig als Irrgarten. Wer es als erstes nach draußen schafft, gewinnt einen Preis oder so. Ja, ja, blöd. Blöd. Ich würde gerne nach draußen, aber es geht nicht. Ja, da sieht man schon mal, mein Gott, also vielleicht geht es da auch gar nicht weiter. Das wäre noch eine Lösung. Oder aber man kann hier draußen einfach an dieser Aperol-Spritzbar vorbeigehen. Ja, da geht es weiter rum. Das ist also kein Problem. So. Ach, guck mal, hier sind dann auch Jacuzzis. So, die hängen dann auch so ein bisschen über. Hat man irgendwie vielleicht einen ganz guten Blick nach draußen. Aha, hier geht es jetzt weiter. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, was hier kommt, ne? Also die Disco. Ich habe auch noch einen Plan dabei. Also wenn alle Stricke reißen, muss ich da gleich mal raufgucken. Also wir halten fest, auf Deck 11 sind wir. So, hier ist abgesperrt. Hm. Ja, wie? Aha, ach so, okay. Ja, Restricted Area. Also hier kommt man jetzt nicht weiter. Hm. Das ist wohl so, dass ich da wahrscheinlich bei schönem Wetter diese Fläche habe, um da auch noch in der Sonne zu liegen. Das ist ja blöd jetzt. Das ist mir bei diesen Videos auch noch nicht passiert, ne? Dass ich mich wirklich verlaufen habe, weil es nicht weiterging. Also gucken wir mal. Mm.
So, mal gucken, ob es da hinten irgendwie weitergeht. Sonst ist spätestens das der Moment, wo ich einmal kapitulieren muss, um in Ruhe den Weg zu suchen. Aber gut, das ist ja, wenn man hier zehntausende Leute dabei hat, die zugucken, ist ja irgendwie auch doof, wenn man dann hier den Weg nicht findet. Ja? So nach dem Motto, der Trottel kann der nicht da vorher schon mal lang gehen. Ja? Aber, ach guck mal, jetzt muss man natürlich wissen, hier geht es weiter. Da wendet sich das Blatt sozusagen. Thank you. So, Platz gemacht wird auch. Ah ja, hier ist jetzt zur Linken besagte Bibliothek. Ja, das täuscht jetzt heute natürlich, was die Auslastung der Liegen angeht. Ne? Reserviert ist auch keine einzige. Wo geht es jetzt hier lang? Ach, hier müsste diese Lasergeschichte sein, wo wir gerade fahren. Reserviert ist auch keine Liege, aber das liegt natürlich daran, klar, kaltes Wetter oder beziehungsweise ja, so mittelkalt, 13 Grad, wie gesagt. Also ja. Aber finde ich, es ist nicht so, dass man das so unangenehm wahrnimmt. Also ich finde, das kann man machen. Also wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen oder so, wenn wir mal gucken, nämlich da ein bisschen dunkler tatsächlich der Himmel. So, wo geht es jetzt hier rein? Ah, hier kommen, glaube ich, so Kindergeschichten, habe ich schon mal. Oder? Ja, das sieht mir hier so aus. Aber es ist ein bisschen dunkel. Kann man das? Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Man muss ja da in diesen Kinderlocations immer ein bisschen aufpassen, weil wir ja natürlich ohne da die Erlaubnis der Eltern natürlich niemanden, keine Kinder oder so filmen wollen. Ne? Also gut. So, jetzt gucken wir mal. Da ist, glaube ich, der Hoteldirektor oder so. Der sieht schon so ernst aus. Deswegen, hier ist jetzt, glaube ich, nichts. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir im oberen Bereich des Pooldecks. Hier kann ich also sitzen. Hier gehen auch wieder unsere orangenen Stühle weiter. Es ist hier so ein bisschen stickig, ja? Aber das ist natürlich, wenn das Dach dann irgendwann offen ist, ist das natürlich nicht so. Künstliche Blumen. So, weiter gehen wir. Wobei es hier durchaus ganz gemütlich aussieht, ne? So ist ja nicht. So, also hier könnte man tatsächlich sogar mit kurzer Hose eigentlich rumlaufen, wenn man das denn möchte. So angenehm warm ist es. Atrio Eliodore, das heißt, da kommt jetzt nur noch das Atrium, wo wir auch vorhin schon waren. Das bringt uns an dieser Stelle nicht großartig weiter, glaube ich. Deswegen können wir dann auch schon mal weitergehen auf Deck 12. Denn auf Deck 12, was wollte ich sagen? Also wir können weitergehen auf Deck 12, ja, so war es, so. Ja, langsam hier so nach einer Dreiviertelstunde Dauergesabbel wird es irgendwann schwierig. Hier ist der Formel 1 Flitzer von Costa. Können wir mal reingucken. Das kostet also Geld. Da kann ich also dann in diesem Auto da fahren. So, das habe ich auch noch nie ausprobiert. Oder ich weiß gar nicht, habe ich schon mal ausprobiert. Also das gibt es ja wirklich auf mehreren Costa-Schiffen. Ja, es ist fast ein bisschen langweilig. Ne? Also es war, glaube ich, das erste Mal 2009 auf der Luminosa. Ja. Dann hier drüben kann ich Tischfußball spielen. Ja, Deck 12. So richtig viel scheint jetzt hier gar nicht mehr zu sein. Weil hier geht es auch wieder nicht weiter, hier hinter mir, wenn ich das gerade so richtig sehe. Da kommt man dann nur hoch auf das nicht existente Deck 13, also auf das Deck 14. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Ja, hier außen sieht man das Dach, ne? Was dann auffahrbar ist. Das sind ja immer so Konstruktionen, die relativ mächtig sind, ja, wenn man so ein überdachbares Pooldeck hat. Dementsprechend ist das sowas, was man gar nicht überall wählt. Also man hätte ja zum Beispiel auch bald drüber nachdenken können, zum Beispiel auf der Mein Schiff 3, wo es ja ein überdachtes Pooldeck gibt, da vielleicht auch sowas zu machen, aber da verzichtet man dann drauf, weil das, ja, denke ich, sehr schwer ist und so, diese Technik. Und dann macht man eben nur ein festes Dach, was man nicht aufmachen kann. Wollen wir hier mal gucken, wo es hier hingeht? Oh ja, man kommt hier rein. Ich nehme an, das ist was für Kinder. Also, ohne die Details zu wissen. Oder ist das hier dieser Aquapark? Na, aber wo ist dann das Aqua? Das habe ich schon gesehen, als wir hier mit dem Schiff angekommen sind. Man sah irgendwie dieses Piraten- oder diese Ritterburg da. Und man fragte sich, ja, was ist das denn eigentlich? Also, ja, also,
gehen wir davon aus, es ist etwas für Kinder. Aber ich habe ja die besten Zuschauer der Welt. Wenn ihr wisst, was das Ganze genau ist, dann schreibt auch dieses mal in die Kommentare bitte. Dann lerne ich nämlich das noch. Gucken wir mal, ob es hier noch weitergeht. Ach so, nee, jetzt muss ich hier erstmal wieder raus. So. Ja. Was immer jetzt auch immer hier noch kommt. Ich überlege gerade mal, also Deck 12, das Fitnessstudio haben wir ja auch noch nicht gesehen. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, auf Deck 14. Wobei, ich könnte gerade mal einen Spickzettel hier zur Hilfe ziehen, nämlich diesen Plan. Und ja, dann bekomme ich auch gerade die Nachricht, die eine Kamera braucht einen neuen Akku. Das werde ich gleich mal machen. So, waren wir auf Deck 12, da ist noch, ja, Discotheca, Club. Ah ja, da kommt noch was. Also wenn wir nochmal da durchgucken, wo die Disco war, werden wir das gerade nochmal anschauen. Die müsste nämlich hier sein. Gehen wir hier nochmal, achso, ja, hier ist gerade abgesperrt, da soll man jetzt gerade gar nicht raus. Also, nein, es wird mir nicht einfach gemacht heute. Ja, so, also weiter geht's. Jetzt würde ich mal sagen, hier gehen wir jetzt wieder rein. So, tata, aha, hier fehlt uns noch was. Club Alnat. Was ist das? Club, ach, sowas ist das. So Sachen für Jugendliche. Jo, da sind wir hier. Kostet alles Geld. Auch hier lustige Spiele, wo ich Punkte gewinnen kann, offensichtlich. Ja, ich muss sagen, das war es jetzt schon erstmal. Und zwar bis zum Wechseln des Akkus. Den wechsle ich gleich mal. Und dann gucken wir uns gleich noch den Rest an. Ja, und wieder draußen aus diesem Bereich mit den ganzen Spielen. Und jetzt mal hoch von Deck 12 auf Deck 13. Das Ganze also bei fantastischem Sonnenschein, aber ich wiederhole mich. Wobei ich, oh, jetzt habe ich dann den ersten Regentropfen hier abgekriegt. Hier ist es laut. Hier ist der Jogging-Track offensichtlich. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Ach so, Jogging-Track stand da noch eine Runde 220 Meter. Das war ja so laut da gerade beim Basketball, deswegen habe ich lieber gar nichts gesagt, weil ich dachte, man versteht mich eh nicht. Hier übrigens der gewaltige Schornstein. Ja, also der hat, glaube ich, Ausmaße wahrscheinlich wie bei keinem anderen Costa-Schiff. Also in der Breite passt er irgendwie kaum hier ins Bild. Ja. So, ich habe nochmal gespickt. Also irgendwie mit Wasserpark scheint das hier schon was zu sein, aber ich sehe ja gar nicht das Wasser. Also, oder kann man dann mit diesen Kanonen da mit Wasser schießen? Nee. Also, ja, wir halten fest, es bleibt ein wenig unklar. Ja, das hier sieht nach Wasserpark aus, hier oben. Ja, ist natürlich auch eine Sache eher für schönes Wetter, ne? So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Wir wollen nämlich auf Deck 14 da oben natürlich weitergehen, weil da muss irgendwie Spa und Gym, also Fitnessstudio, irgendwo sein. Ja, aber man sieht auch hier wieder, es fehlt die Treppe. Wir kommen gar nicht weiter. Aber gut. So. Und damit das nicht so ganz langweilig für euch ist, würde ich sagen, machen wir auch mal einen Schnitt und sehen uns dann da vorne bei Deck 14 gleich wieder. So, ja, jetzt hatte eben nochmal der Akku schlapp gemacht von meiner kleinen Kamera, die hier mich filmt. Das ist übrigens eine Legria Mini von Canon. Der ein oder andere hat ja schon mal gefragt, was das ist. Keine GoPro. So, jetzt gucken wir nochmal hier den Sportbereich. Aha, hier am Rand kann ich irgendwie in diesem Raum Kurse machen. Spinning zum Beispiel. Ich nehme an, Spinning wie fast.
Das war der Sportbereich. Ach so, und guck mal, hier kann man noch mal, haben wir schon mehrfach darunter geguckt, das ist nun dieses Atrium, was dann hier eben mündet im Sportbereich. So, bei diesem Lärm gehen wir noch raus. Nicht, dass YouTube mir hier das Video sperrt, weil Musik enthalten ist. Das wäre natürlich nicht so toll. Was ist denn hier? Ach so, hier sind Toiletten. Mhm. Und dann haben wir es auch gleich schon. Es geht gleich nur noch Richtung... Ups, wo geht es hier jetzt lang? Centro Benessere Samsara oder so. Sie sind im Begriff, den Bereich des Samsaras Bar zu betreten. Der Eintritt ist nur registrierten Gästen gestattet. Bin ich registriert? Wahrscheinlich nicht. Aha. Ja, man kann jetzt nur erahnen, was das da ist. Ein Aufenthaltsraum, keine Ahnung. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Filmen im Spa, im laufenden Betrieb, fast unmöglich, was so Saunen oder so angeht. Das geht eigentlich nur am Einschiffungstag oder so. Also sonst ist das fast unmöglich. Und das Spa geht nun hier unten noch weiter. Gucken wir mal rein. Das wird übrigens betrieben von der Firma Steiner Leisure and Spa. Und diese Firma Steiner ist quasi Konzessionär für das Spa. Und die verkauft dann diese Leistung in Eigenregie. Ich habe in Steiners Bars festgestellt, dass es bedeutet, dass die Therapist sozusagen... Oh, it's stop here? Okay, ja. Yeah. Gut, ich habe schon befürchtet, hier geht es nicht weiter. Also die Behandler, die verkaufen einem dort relativ, versuchen einem da teure Dinge zu verkaufen. Ja, das war ein abruptes Ende jetzt meiner Tour. Wie gesagt, Bar geht nicht, ich habe alles getan, ihr seht schon, um es euch zu zeigen. Aber gut, ja, das war es gewesen. Von der Costa Diadema, also vom Design her teilweise ein bisschen aggressiv. Ja. Vom Layout her, im Großen und Ganzen, finde ich ganz interessant. Ja, also nicht so, dass man sagt, so, oh, hat man alles schon tausendmal gesehen. Also insofern, ja, ganz, ganz spannend, vor allem wenn man dann eben berücksichtigt, der Preis tendenziell für die Reisen eher günstiger. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr die Diadema und Costa gerne bitte buchen könnt, denn dann unterstützt ihr meine Arbeit, wenn ihr darüber bucht. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Tschüss.